Questmenü, verdorbene Zone, Stufe 18. Räume die verdorbene Zone. Achso, ich mal ganz kurz auf der Karte gucken. Hier, verdorbene Zone. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wächterareal? Ich habe das Gefühl, wir haben noch sau viel nicht aufgedeckt. Oh, jetzt auch eine verdorbene Zone, Stufe 20. Und wir müssen zum Kaja. Ach, das war die Hauptquest. Ja, ich erinnere mich. Hä, hier ist so eine verdorbene Zone? Wieso habe ich die denn nicht geräumt? Ob ich mal eine Schnellreise da hinten hin machen soll, dann können wir nämlich noch schnell upgraden, unsere ganzen Sachen, weil es hier wesentlich mehr Füchse und sowas gibt. Also wir könnten theoretisch eine Schnellreise machen. Panoramapunkt finde ich auch total geil. Was ist das hier? Brutstätte Sigma. Überprüfe Drahls Geschichte. Läuferareal. Da waren wir noch nicht, weil wir durch die verderbte Zone nicht durch sind. Und das haben wir bis jetzt alles aufgedeckt. Hier waren wir schon überall. Teufelsleid, Lagerfeuer. Hier ist noch ein Lagerfeuer, was wir aufdecken können. Ich würde gerne alles eingrünen. Ich weiß noch nicht genau. Sowas wie Tiere. Hier ist Teufelsdurst neben Teufelsleid. Hier haben wir noch ein Lagerfeuer. Ich würde gerne alle Lagerfeuer aktivieren. Ich weiß noch nicht genau. Händler. Wie das jetzt mit diesen Dingern ist. Läuferareal und sowas. Können wir die auch ausgrünen? Altes Waffenlager. Da haben wir auch noch eine Quest offen. So eine Nebenquest. Und hier hinten ist noch ein Lagerfeuer. Da waren wir auch noch nicht. Plündere Areal, da könnte man theoretisch auch noch hin. Ich glaube, da waren wir sogar schon, haben das Lagerfeuer aber nicht aktiviert, oder? Ruinen. Also wegen dem Typen, ich meine, den würden wir vielleicht noch. Wir haben schon einen Verderbten runtergekriegt, aber wir hatten Hilfe. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, die jetzt anzugreifen. Das kann ich gut gebrauchen. Warte mal. Was wir auf jeden Fall machen können. Ich habe, glaube ich, ein paar Sachen ausgelassen bei uns. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich muss mehr mit der Map arbeiten. Wie immer. An alle Jesse-Fans. Was? An alle Jesse-Fans? Okay, ich will jetzt mal was loswerden, was einfach gesagt werden muss. An alle Jesse-Fans und die ganze Liebesschicksale-Fangemeinde. Jessica Sterling sollte Liebesschicksale nicht gewinnen. Das ist doch offensichtlich, wenn man mal ein bisschen aufpasst, ja? Ich war mal wie ihr, Leute. Bei der letzten Staffel wollte ich, dass Jessica gewinnt. Aber in Folge 301 ist sie zu weit gegangen. Habt ihr mitgekriegt, wie sie Louis absolviert hat? Den süßesten Blatttypen auf diesem Planeten? Er hat immer zu ihr gehalten, ja? Die Alaska-Übernahme, also die Harrier-Bots mitten im Kampf nicht mehr richtig funktionierten. Jessica war nur auf erfolgreich, weil Louis ihr den Rücken freigehalten hat. Er liebt sie nämlich, ja? Und sie interessiert es überhaupt nicht. Und darum unterstütze ich jetzt Vernon. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich war zwei Staffeln lang Jesse-Fan. Jessica ist der einzige Grund, warum mich Sterling Malkit überhaupt interessiert, ja? Aber als Fan kann ich nicht länger jemanden unterstützen, der so herzlos ist. Louis, du hast was Besseres verdient. Nimm meine Jungfräulichkeit. Boah, Alter, ist mir jetzt schlecht. Also, wie geil, was findet man denn hier für einen Schrott einfach? Boah, oh Gott, das sind verdorbene Stürmer. Okay, es sind keine Breitköpfer, sondern Stürmer, mit denen haben wir auch schon Spaß gehabt. Ist eine überschaubare Anzahl, wenn ich mal ehrlich bin, aber wenn ich noch ehrlicher bin, würde ich das, glaube ich, auch später ein bisschen sparen. Und vielleicht erstmal die anderen. Oh, ein Fuchs, toll, jetzt. Erstmal die anderen verdorbenen Zonen machen. Kann er mal wieder gehen? So, wo war das Lagerfeuer? Ganz kurz. Kann ich vom Lagerfeuer aus... Ich bin da noch nicht schnell gereist. Wegpunkt. Ah, da hinten. Alles klar. Ich versuche eine Schnellreise am Lagerfeuer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es geht. Geht das am Lagerfeuer? Ich hoffe, das geht am Lagerfeuer. Ich wüsste sonst nicht, wo. Oder geht das einfach über die Map? Ich weiß es eben nicht. So, wenn es jetzt am Lagerfeuer geht, und es liegt aber nicht am Lagerfeuer, dann tun wir aber so, als würde es nur am Lagerfeuer gehen. Da drüben ist noch irgendwas. Ah, Feuerbrüllrücken, natürlich, warum auch nicht. Gut. Da müssen wir hin, aber ehrlich gesagt, bevor wir da hindüsen, wie gesagt, ich würde gerne hier noch ein paar Sachen machen, hier oben.
Ach, Mutterherz. Ich wollte gerade sagen, das ist ja gar nicht grün. Warum ist das eigentlich nicht grün? Mutters Wacht, da waren wir auch schon. Ich würde gerne hier zum Lagerfeuer nochmal zurückgehen. Reisen. Ah, das ist klar, cool. Ja, das geht. Gegner können auf die Stelle schießen, an der du ins hohe Gras abgetaucht bist. Das haben wir schon festgestellt. Haben wir auch schon ausgenutzt. Ich reise jetzt nochmal ganz kurz zurück, um Lagerfeuer zu aktivieren und vielleicht nochmal ganz kurz Gegenden anzugucken, wo wir noch nicht waren. Die verdorbene Gegend aufzuheben, einfach die Karte nach und nach ein bisschen aufzudecken, bevor wir jetzt allzu weiter reisen. Weil ich glaube, die Hauptquest führt uns sowieso sehr schnell durch die Maps. Aber ich glaube, da gibt es noch einige Nebenaufgaben, die wir vielleicht nicht bekommen haben und vor allen Dingen einige Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Deswegen gucken wir mal. Verdorbene Maschinen, sondern Gift ab, haben mehr Gesundheit, sie sind anfällig für Feuer. Haben wir auch beide schon festgestellt. Wir wissen noch nicht genau, warum. So, komm, lade schon. Lade schon, lade schon. Wird eine Grasende aufgeschreckt, flieht sie in die Gegenrichtung der Bedrohung. Das heißt, wir könnten quasi Fallen aufstellen, in engen. Und könnten einmal um die rumschleichen und dann los geht's. So, da sind wir jetzt also. Ein Fernschnellreisepaket. Okay, Händler haben wir ja auch. Oh. Ah, verdammt. Ich hab gerade einmal blind geschossen, weil ich den Fuchs einmal nicht gesehen habe gerade mehr. Das gibt's doch nicht. Ja, genau. Komm, Fuchs. Wir wissen beide, dass das... Alter, jetzt schwimmt er einfach weg! Ich kann ihn nicht bluten, weil er einfach wegschwimmt! Aber hier ist ja eh ein Damm. Mal gucken. Oh, jetzt liegt er da drauf. Das ist aber böse. Okay, er lebt noch. Er lebt noch. Liebe Tierfreunde, dieser Fuchs lebt noch. Kommt er hier drunter auch durch? Komm ich da drunter überhaupt durch? Gut, dann lass mal ganz kurz gucken, wo wir Wegpunkte hinsetzen. Da sind ganz viele Wächter, aber ich bin ja ganz ehrlich, hier in diesem Areal fühle ich mich ein bisschen sicherer als vorher. Plündere Areal. Ich glaube, hier waren wir, ne? Ich würde gerne zuerst das Lagerfeuer da oben freischalten. Ach, wir kommen hier oben auch noch drauf irgendwann, oder was? Oh Gott. Gut. Ja, das war ja mega schlau, Mädchen. So. Okay. Weiter geht's. Und hier kriegen wir, ich glaube, hier sind auch mehr Füchse, mehr Wildschweine, mehr alles. Ich weiß gar nicht, ob wir Wildschweine überhaupt noch brauchen. Wir hätten gleich hier jagen sollen. Was war das denn? Der hat nicht auf uns gezielt. Okay. Ja, willst du mich okay, ja, warte. Vielleicht sollte ich da nicht einmal blind folgen. Ich glaube, ich komme hier nämlich nicht hoch. Lass mal ganz kurz gucken. Wir sind jetzt hier. Wir müssten also... Pass auf, wir machen das etappenweise. Ich mache erstmal hier die Markierung hin. So, dann kommen wir nämlich gleich auf den Weg und dann können wir nämlich darüber in diese Felsnische rein. So. Ich bin mir fast sicher, dass wir hier noch nie waren. So, hallo. Okay, da geht so ein Ding rüber. Ich schau mal ganz kurz. Wir sind jetzt hier. Da geht ein Pfad nach oben. Ach, das ist da oben. Und dann geht's hier noch... Ne, da geht's nicht mehr weiter rein. Hier haben wir schon alles. Da haben wir das Feuer schon. Lalalala. Hier sind ein paar Ruinen. Pipapo. Hier oben waren wir schon. Da sind wir schon brav hochgeklettert. Und jetzt müssten wir eigentlich hier voran. Okay. Bitte, 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 bitte. Gott sei Dank. Nein. Ja.
Einmal runter, runter. Lässt du mal... Hallo, hallo. Die lässt nicht los. Jetzt aber. So. Wir folgen in den düsteren Wald. Und dann... Das ist genau das Anfangsgebiet. Hier haben wir unsere allererste Quest gemacht, ne? Also die erste Nebenquest haben wir hier gemacht. Die allererste. Ja, ja, genau. Hier ist nämlich hier, wo der Typ überfallen wurde. Der bekloppte Bruder, weißt du noch? Das ist hier. Und wir sind dann nicht weitergegangen, natürlich, weil wir die Quest gemacht haben. Wir hätten aber weitergehen können. Ich weiß nicht, ob hier oben noch Viecher kommt. Ein Plündererareal haben wir noch, das wissen wir. Nein, was macht die denn da? Aber hier waren wir noch nicht. Definitivo. Da ist auch irgendwas, ich habe keine Ahnung was. Lagerfeuer entdeckt, na sowas. Mit einer fetten Trauerweide, sieht auch ganz cool aus hier. Und was ist dann? Da ist das Lagerfeuer. Ich hoffe, dass wir dadurch noch andere Sachen entdecken. Nicht nur das Lagerfeuer, sondern vielleicht auch irgendwelche Specials, irgendwelche, na, ist schon wieder dunkel. Immer noch dunkel. Irgendwelche Specials, irgendwelche Tagebücher, irgendwas in der Richtung. So, jetzt sind wir hier. Und da geht's noch weiter. Wenn wir schon mal dabei sind, warum nicht? So, zack. Hier soll noch eine Plündererhorde sein. Ich weiß noch nicht genau, wenn man die ausnimmt, ist sie dann weg von der Karte. Das können wir nämlich gleich mal gucken. Also Plündererareal. Boah, das mit dem Baum sieht ja geil aus. Das ist kein Baum. Das ist irgendwas Metallisches. Okay, ich muss es versuchen. Hallo? Die Sonne kommt raus, cool. Ich glaube, da kommen wir nicht drauf. Oh, ich bin drauf. Okay, das ist sehr geil gerade. Ich komme aber nicht weiter. Das ist das Maximum. Und da unten haben wir die Plünderer. Ah, ist gut. Okay, also so hoch kommen wir. Das ist, glaube ich, ein altes Flugzeug oder irgendwas in der Richtung. Ich weiß es gar nicht genau. Au. So. Eigentlich ein bisschen an Tomb Raider, wo die alten Flugzeuge so rumhängen. Hier, guck, hier ist eine Turbine. Das war ein altes Flugzeug. Sieht ein bisschen aus wie ein Fledermausflügel. Und ja, das war ein altes Flugzeug. Ich weiß gar nicht, wo wir dann nach oben kommen. Das wäre mal cool. So, da drüben haben wir Plünderer. Ich frage mich, ich würde das gerne als Test nehmen, können wir Areale räumen? Also wenn wir das Plünderer haben und wir würden die jetzt alle umbringen. Es sind drei an der Zahl, das wird lustig. Würde das funktionieren? Und ich habe gerade einen Grafikfehler entdeckt. Jetzt sind es noch zwei. Nee, jetzt sind es noch drei. Okay, alles klar. Hm.
ein Steinchen. Später. Konzentriere dich ruhig drauf. Ja, sehr, sehr gut. Da musst du gucken, da. Oh nein, wie doof. Jetzt jagen sie mich. Ja, nicht unbedingt. Oh Mist. Zu hoch. Plünderer Areal sollte jetzt leer sein, theoretisch. Bin mir nicht sicher. Kann ich eigentlich durch die Falle gehen, ohne dass ich die auslöse? Also das wäre, käme mir sehr entgegen. So, aufnehmen Steinchen. Kann ich auch wieder zurücknehmen, den, ne? Ich sollte es nicht austesten. Ich lasse sie einfach da für spätere Generationen, die werden sich bestimmt bedanken. Wenn eine Mutter mit ihrem Neugeborenen gerade mit dem Kinderwagen durch die Gegend schiebt. Da hinten sehe ich was Linenes. Gut, dass wir hier lang gegangen sind. Wir finden also doch noch was. Bearbeiteter Metallblock. Okay, ja. Drei grüne Dinger. Hat sich doch gelohnt, der Ausflug. Da kann man gar nicht meckern. Nahkampfschutzgewebe. Oh, 18%. Schön. So, ganz kurz nur gucken. Wir haben weiter keine Plünderer mehr hier. Also, der Loot hier hinten ist super. Das muss man einfach sagen. Es hat sich echt gelohnt, hier nach hinten zu gehen. Plündererareal bleibt bestehen. Wahrscheinlich kommen dann einfach später wieder welche nach oder so. Ich weiß nicht genau. Wäre schön gewesen, wenn man die auch auflösen kann. Aber andererseits, dann wäre die Welt ja bald ganz leer. Aber dann werden die Maschinen auch keine Bedrohung mehr für die Menschen. Für die Aloy. Die Aloy. Quatsch. Für die Aloy. Also für die natürlich auch. Was wollte ich gerade noch sagen? Die Maschinen an sich sind ja eigentlich gar keine Bedrohung. Sondern erst, wenn Menschen sie bedrohen und oder natürlich, wenn sie korrumpiert werden von, rate mal, natürlich Menschen. Machtgierige Menschen. Hat's immer schon gegeben. Wird's immer geben. Glaube nicht, dass das mal irgendwann ein Ende findet. So, ein bisschen Loot gesammelt. Was ich mal schnell mache, ist hier. So. Und weiter geht's. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Hier haben wir soweit alles abklabustert. Ich dachte gerade, da oben wäre noch ein Ausrufezeichen. Aber noch hier würde ich gerne in diese Zone. Warum das hier noch verdorben ist, weiß ich gar nicht. Und da hinten geht es noch ein bisschen rein. Hier waren wir auch schon. Kann ich ja schnell reisen? Wegpunkt setzen. Ich muss, glaube ich, ans Lagerfeuer. Dann kann ich. Reisen kann ich überall. Das geht aber nur um Feuer. Es liegt nur einfach daran, dass ich so brandheiß bin. So, warte kurz. Ich setze mich anders hin. Ups. Jage Tiere, um die Rohstoffe zur Herstellung in größeren Beuteln und Köchern zu erhalten. Der Tipp kommt pünktlich. Da ich nicht so oft sterbe, sehe ich diese Tipps hier irgendwie nie. Die gefährlichen Maschinen wie der Verderber haben Elementarschwachpunkte in ihrem Körper. Mit der Fokus kann diesen Verschwörung. Das mache ich ja eh immer. Elementschwachpunkte. Das mache ich ja eh immer. Da gucke ich ja eh immer.
So, gut. Hier sind wir jetzt und hier würde ich gerne hin. Schauen wir mal. Hallo, schöne Jägersfrau. Ich muss hier mal durch. Da muss ich hin. Toll. Ich folge irgendwie immer dem Questmarker, aber nie der Wegmarkierung. Da oben sieht auch cool aus, die Schneeschlucht. Macht auf das Tor! Macht hoch das Tor! Macht weit den Pfad! Ich schlachte alles ab, ich bin ganz akkurat. So, hier haben wir die Plünderer damals verfolgt, ne? Ah, hier! Das war die Schlucht, wo wir den Plünderer für die Nebenquest verfolgt haben. Und dann bin ich auch wieder zurückgelaufen. Und bin dann einfach hier... Mir nix, dir nix, weil ich dachte, naja, ist eh gesperrtes Gebiet, was willst du da? Okay, probieren wir da mal hinzukommen. Tor verlassen, Becken Südtor, mhm. Durch das Tor komme ich offenbar nicht durch. Hier runterspringen, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Die beste, die ich jemals hatte, wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich guck mal eben, ob ich vielleicht von hier irgendwo, kann ich hier... Wieso gibt es denn keine Sprungmöglichkeit? Ein Seil gibt's auch nicht. Guck mal, da unten liegen lauter Knochen. Von Leuten, die hier gesprungen sind, weil sie dachten, das wäre eine Abkürzung. Da mache ich nicht mit. Irgendwo muss es hier runtergehen. Hä? Das ist verdorbenes Gebiet? Becken Südtor, wieso komme ich da nicht durch? Ansonsten geht's da gar nicht hin. Hier ist ja überall, ja, da hinten vielleicht. Wir müssen vielleicht. Seufz. Becken Südtor kommen wir nicht durch oder keine Ahnung. Dann muss es eben anders sein. Sag mir nicht, alle Tore sind zu, dann hau ich die alle kurz in klein hier. Die müssen sich doch öffnen lassen. Da ist doch bestimmt irgendwas dahinter. Also ich meine, da ist bestimmt irgendein Trick dahinter. Guck mal da hinten. Hier kämen wir durch und ich glaube, das sollten wir auch so machen, wenn wir denn... Ich lebe noch. Ja, es... Das ist wahr. Ich gehe mal runter. Beckenhaupttor, vielleicht kommen wir da durch. Wenn wir da argumentativ auf der sicheren Seite sind, dann können wir sagen, Jungs... Grund ABC, ich gehe in die verderbte Zone, ist bestimmt eine super Idee. Hat noch keiner vor mir probiert. Sind bestimmt alle zurückgekommen. Deswegen ist sie da auch noch. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. So, darf ich da denn durch? Ach, wir sind wieder hier. Ah, alles klar. Okay, okay, okay. Da darf ich offenbar durch. Was macht er denn da? Baut sich gerade ein Super Nintendo. Gut, wir müssen darüber. Da ist das verderbte Gebiet. Wir sind jetzt schon beim Wasser. Oh, okay, das war sehr cool gerade. Jetzt gucken wir mal, ob wir da rüber kommen. Da drüben ist ein... Da ist ein Wasserfall. Okay, da kommen wir trotzdem rüber. Gut, das nehmen wir auch mit. Das nehme ich lieber mit. Ja, das nehme ich auch mit. Das nehme ich auch mit. Und dann haben wir bald wieder alles voll. Da drüben das letzte Kraut. Und unsere Reise endet hier drüben. So. Hier hinten müsste verderbtes Gebiet sein. Ich weiß nicht, ob ich das... Das habe ich damals auf keinen Fall entdeckt. Verdorbene Zone. Drücke, um das Questmenü zu öffnen. Hallo? So, verdorbene Zonen. Stufe 15. Na, immerhin. Die andere ist Stufe 18. Ich bin mal gespannt, was ist der Unterschied jetzt, diese drei Stufen. Okay, ich dachte, wir haben ja nur Wächter.
ist doch mehr, als ich dachte, muss ich zugeben. Ich probiere mal ein bisschen rum. Das sind jetzt keine normalen, die sind jetzt verdorben. Deswegen sollten wir da vielleicht ein bisschen mehr Elan reintun. Okay, der hat jetzt aber auch nicht so viel vertragen. Und schlau ist er auch nicht unbedingt. Hallo, ich bin der lernfähige Lutz gewesen. Dem anderen ist doch egal. Plünderalinse. So, wir gucken gleich mal, was der andere für einen Weg hat. So, Steinchen, Steinchen. So, Spur markieren. Sehe ich denn die hier auch mal? Oh. Da oben ist auch noch einer. Nice. Okay, was wir mit dem machen können, erstens können wir die wieder auffüllen und zweitens... So, mal gucken. Da würde ich nochmal Feuerpfeile nehmen, den Rest mache ich manuell, da brauchen wir nicht so viele Sprengfallen. Dann kommt der gleich wieder rum. Na komm schon. Ja, braves Hundi. Kein Zurückkehr. Doch, zurück gab es auch mal schon noch. So, Sprengfalle. Der ist da oben irgendwo. Der andere weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der ist unten. Ich hoffe, das ist nicht zu hoch. Also jetzt nicht intellektuell gesehen, sondern weiß er schon. So, einmal auffüllen. Und sein Road ist da unten. Sein Road. Sein Weg ist da unten. Aber er ist, glaube ich, gerade ein bisschen empört. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ja, ja, warte.
kommt, versuchen wir mal einen Silent Kill. Ist wahrscheinlich eine scheiß Idee bei den Verderbten. Aber... Okay, ist eine super Idee. Verdorbenzone. Ja. Okay, der ist doch jetzt... Das dauert ein bisschen, bis die tot sind, offenbar. So, haben wir einfach mal aufgelevelt. Level 16.